Wolltest du auch schon immer mal wissen, wie ein Kühlschrankverdichter funktioniert und von innen aussieht? Dann bleib dran, wir finden's raus. In einem meiner letzten Videos blieb dieser Kühlschrankverdichter ja übrig beim Ausschlachten vom Kühlschrank. Daher werden wir diesen heute mal öffnen und mal reinschauen, wie ein Verdichter überhaupt funktioniert. Als erstes wird die Thermosicherung entfernt und das Startrelais. Dann müssen wir zum Öffnen vom Gehäuse das Öl ablassen. Das mache ich mit einem kleinen Rohrschneider, indem ich das Befüllrohr, was original verschlossen ist, öffne und hier das Öl ablasse. Ihr solltet es tunlichst vermeiden mit beispielsweise einem Winkelschleifer oder ähnlichen Werkzeugen das Gehäuse zu öffnen, während das Öl noch drin ist, da ansonsten Brandgefahr besteht. Nach dem Abschneiden der Leitung habe ich versucht, das Öl rauszulassen und gemerkt, das läuft nicht so wirklich. Deswegen öffnen wir dann auch noch eine zweite Leitung, dann sollte das doch deutlich besser laufen. Im abgelassenen Öl sieht man hier bereits Schwebstoffe und Ablagerungen, die damit rausgekommen sind. Das ist Metallabrieb, der sich im Verdichter gesammelt hat. Nachdem das Öl draußen ist, können wir jetzt die Haube einmal abnehmen. Dazu habe ich mit dem Winkelschleifer einmal oberhalb der Naht das Gehäuse aufgeschnitten. Jetzt schauen wir uns erstmal um, was sich unterhalb vom Deckel befindet. Falls sich jemand wundert über die Menge an Spänen und Schmutz, die jetzt im Gehäuse sind, das stammte natürlich vom Öffnen vom Gehäuse. Wäre da so viel Dreck vorher drin gewesen, wäre der nach 10 Sekunden auch nicht mehr gelaufen. Jetzt hört man auch dieses Klimpern, was auch beim Starten oder Stoppen vom Motor durch die Fliehkraft und die Unwucht entsteht, wodurch der Motor auch durchaus ein paar Mal ans Gehäuse schlagen kann und schwankt, bis er sich dann fängt, wenn er in höherer Drehzahl läuft. Das, was ich hier durchgeschnitten habe, war jetzt die Überströmleitung. Wenn man den Kompressor noch verwenden wollte, müsste man oben die Haube aufschrauben oder unterhalb von dem Schnitt die Leitung selbst heiß machen, damit man sie rausziehen kann. Jetzt sehen wir mal das Motorgehäuse von innen, bestehend aus der Befüllleitung, die ja im Originalen verschlossen ist,
den Motorkontakten, den drei Schwingungsdämpfern, der Auslassseite und der Einlassseite vom Kompressor. Auslassseite ist fast immer eine ungerade Breite, also 5, 7 mm oder ähnliches. Und die Einlassseite ist die mit der Kapillarleitung drum, das ist dann 6 oder 8 mm. Wenn der Motor anläuft oder abstoppt, fängt er an zu schwanken und diese Leitung ist so geformt, dass sie wie ein Schwingungsdämpfer zusätzlich fungiert. Nach dem Öffnen der unteren Gehäuseschrauben kann auch der Rotor abgenommen werden. Was mich prinzipiell interessiert an dem Kompressor ist, wie der Ölfluss funktioniert. Dazu muss ich die mittlere Welle bzw. Achse rausbekommen, um nachzuschauen, wie die Schmierung verläuft. Vorher holen wir erstmal Kolben und Pleuel raus. Und bei beiden muss ich sagen, das ist definitiv das kleinste Pleuel und der kleinste Kolben, den ich je in einem Motor gesehen habe. Das jetzt demontierte Verdichtergehäuse schauen wir uns später mal im Detail und etwas genauer noch an, damit man auch die Funktionsweise versteht. Mal ein kurzer Blick durchs Gehäuse offenbart auch, dass unter diesen Hauben dann Überströmkanäle mit Ölabscheidern sich befinden. Das heißt, die Einlassseite ist jeweils tiefer als die Auslassseite. Auf die Art kann zu viel angezogenes Öl auch immer wieder zurücklaufen. Mit etwas Gewalt und etwas weiterem Werkzeug habe ich dann auch die letzte Kappe abbekommen, da die einfach nur aufgepresst war. Und man sieht, es handelt sich dabei einfach nur um einen Ansaug- und oder Überströmkanal. Mit einem Hammer und einem Austreiber habe ich versucht, den Anker rauszubekommen und dann gemerkt, ich brauche ein stabileres Werkzeug und mehr Druck. Mit dem richtigen Werkzeug funktionierte das dann natürlich auch sehr viel besser und wir können uns das endlich mal den Ölverlauf anschauen.
im Gehäuse ist keine Bohrung vorhanden, aber in der Ankerwelle selbst sieht man dann einmal den kompletten Ölverlauf. Das offenbart dann auch, dass das Öl durchgeschleudert wird oben ans Gehäuse und von oben mittig runtertropft, unter anderem in diesen Kanal. Und wenn wir mit der Taschenlampe einmal reinhalten, sehen wir, dass der Kanal auch durchgehend ist in der Welle. So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil, dem Verlauf der Luft im Verdichter. Zuerst wird die über den Überströmkanal angesaugt. Geht dann durch das Membranenblech in diese Überströmkammer und beim Zug vom Kolben zur Mitte wird dann diese Membrane nach unten gezogen und lässt weitere Luft rein. Wenn der Kolben drückt, wird die Membrane automatisch wieder geschlossen über diesen Punkt. Und die Luft kann nur noch über die andere Bohrung weiter. Sie strömt dann hier einmal durch den Kanal an der Membran vorbei. Die Membrane liegt auch in der Überströmkammer nicht direkt auf, wie man jetzt sieht, sondern sie lässt sich dann im eingebauten Zustand auch nach unten drücken. Das heißt, die Kammer wird befüllt, bis der Kolben am oberen Todpunkt angekommen ist. Wird jetzt wieder Luft angesaugt, kann diese nicht raus, da die Membrane schließt und auf diese Platte drückt, wodurch das Weiterströmen verhindert wird. Lediglich in der Aufwärtsbewegung kann dann die Luft weiter strömen. In der Abwärtsbewegung strömt sie jeweils auf der Einlassseite rein und in der Aufwärtsbewegung strömt sie über die Auslassseite raus. Prinzipiell eigentlich ein cleveres Prinzip. Die zusätzlichen Bohrungen, die man hier sieht, sind nicht für die Luft zum Strömen, sondern lediglich Arretierungen für die Bleche. Man sieht dann die kleine Bohrung seitlich, die geht in die nächste Vorkammer. Das sollte dann wahrscheinlich noch ein zusätzlicher Ölabscheider sein. Wird dann über diese abgeschieden, läuft dann weiter in diese zweite Kapselschale. Geht dann direkt aus dem Gehäuse raus und verteilt sich dann im Kühlschrank zum Wärmetauscher. Interessant für viele ist natürlich, wie viel Öl kam raus. Da ich mir das gleiche dachte, habe ich es mal nachgemessen. Herausgekommen sind genau 100 Gramm Öl, was auch etwas mehr wie 100 Milliliter sind. In dem Kompressor sollten ca. 120 bis 140 Milliliter sein. Das heißt, der Kompressor sollte auch nie voll sein oder voll gemacht werden bis zu irgendeiner Öffnung, da dann schon viel, viel zu viel Öl drin ist. Zu guter Letzt messen wir mal noch die Wicklungen nach. Wir haben ja zwei Wicklungen. Wie man jetzt hier sieht, ist, dass die beide Wicklungen zusammengefasst ergibt einen höheren Widerstandswert von 56 Ohm, bestehend aus einer Wicklung mit 28,5 Ohm und umgesteckt noch die zweite Wicklung mit 29 Ohm circa.
Als kleiner Bonus nochmal das Zerlegen im Zeitraffer von der Seite und von oben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert gerne den Kanal, lasst mir auch einen Kommentar da, dass ich weiß, was euch gefällt oder was euch stört. Ansonsten sehen wir uns bei einem anderen Video wieder.